Hallo Leute, willkommen in Session Basskanal in Frankfurt am Main. Und zwar heute mit Peter an der Kamera wieder und mit Marco, und zwar mit dem Sandberg 48, und zwar die spezielle Edition, die es nur bei uns in Frankfurt und in Waldorf gibt. So könnt ihr nur bei uns kaufen. Leute, da ist er. Vielen Dank an Tim für seine genialen Ideen und für seinen Einsatz, denn das ist wirklich auf seinen Mist gewachsen. Leute, viel Spaß damit. Das ist interessant, Peter. So ein Bass, der so böse aussieht. Aber er klingt gar nicht so böse. Er klingt gar nicht so böse, aber er sieht sehr böse aus. Ja, Leute, willkommen in Session Basskanal. Heute mit was ganz Speziellem. Und zwar ein Sandberg 48. Und zwar so, wie es ihn einfach nur bei uns gibt. Und an dieser Stelle muss ich mich wirklich schon einmal beim Tim bedanken aus meiner Abteilung. Meinen Tim, meine Nummer 1, wie wir ihn denn so auf der Brücke nennen. Ihr wisst, die Brücke, so wie bei Enterprise, ne? Klar, ich bin der Picard, logisch, klar. Und dann ist halt dem die Nummer 1 und dann der Wurf. Wurf ist natürlich klar, wer das ist halt der Steffen, klar. Ne? Aber die Nummer 1, der Tim, auf dem sein Mist mehr oder weniger ist dieser Bass entstanden, den wir. Und zwar haben wir einen 48, den haben wir dem so machen lassen bei Sandberg, und zwar in diesem echt abgefahrenen, schön zerschmetterten Schwarz mit diesen cremefarbenen Linien hier weitergeführt und natürlich eine reversed Kopflatte, eine verkehrte Kopflatte, und zwar ein Nebenholzgriffbrett. Wir haben natürlich halt eben noch hier die Tonabnehmer schön dunkel einfärben lassen, damit es wirklich auch cool aussieht. Und das ist ganz klar eine Rockmaschine. Und da es eine Rockmaschine ist, müssen wir auch kurz mal aufstehen und das Ding mal ein bisschen tiefer hängen lassen. Denn ja, so, also ungefähr muss das dann so aussehen, ne? Thank you.
das wird doch kein Hit. Aber so würde es halt eben aussehen. Und wir haben es jetzt hier mit einem ganz normalen Sunberg 48. Das ist sozusagen der Thunderbird von Sunberg. Aber wir haben damals die ersten paar bekommen, diesen schicken Candy Apple Red. Und wir mussten da irgendwie was Eigenes machen. Das bedeutet, diesen, so wie er ist, ja, den gibt es natürlich nur bei uns, weil hier Reverse Headstock, klar, eine Idee von Tim, finde ich super. Das ist irgendwie eine geile Rock'n'Roll-Maschine. Vom Sound her sehr direkt, würde ich mal sagen, ihr habt es mitbekommen. Nicht unbedingt bösartig, kann man aber beispielsweise bösartig machen. Ein bisschen Zerre hier und da und schon ist die Bösartigkeit schon am Start. Erle Korpus, zwei fette Humbucker, die klassischen Sunberg-Parts, wie die coolen Mechaniken, hier Seitenniederalter, geile Inlays, das fanden wir auch super. Ne? Dieses richtig dunkle Ebenholz und dann diese Pearl-Inlays, wow, also das ist wirklich amtlich. Alles sehr, sehr, sehr schön gemacht. Der Hals auch hier fühlt sich prima an, eine Mischung aus dem Jazz und einem Precision. Hier hat man einen schönen Bürzel zur Versteifung der Kopfplatte noch, halt den zur Verstärkung. Ganz klar, die G-Seite ist dann logischerweise hier, anstatt da oben. Da haben wir natürlich ein Problem. Hier könnt ihr natürlich keinen D-Tuner einbauen. Das wäre natürlich also schon mal kein Bass für mich, weil Bass ohne D-Tuner mit vier Seiten geht so gut wie gar nicht für mich. Aber dieser Bass sieht bombenmäßig aus. Wir haben hier wirklich super Verarbeitung. Auch hier der Kollege, der da die ganzen Relic-Sachen macht bei Sunberg, der hat wieder Gas gegeben. Es sieht alles richtig geil aus. Wie gesagt, limitierte Auflage nur bei uns. Aktiv mit der klassischen Elektronik vom Sunberg. Lautstärke. Passiv. Aktiv, Balanceregler, Bässe, schön trocken und Höhen, sehr, sehr böse, ja. Und wenn ihr den zieht, ist er passiv und dann ist das eure Tonblende. Ganz klar, ein hervorragender Showbass, wie ich finde. Logisch kann man hier und da natürlich, klar, mit allen möglichen Musikrichtungen spielen. Ganz klar, er hat auch na, klingt schon sehr, sehr funky. Hätte man gar nicht so gedacht. Aber durch diese Mischung Erle, Ahorn und Ebenholz, da kriegt man so einen ganz speziellen Klang. Und zwar, wenn ihr mal genau hört. So ein bisschen metallisch, ne? Das ist dieser ganz trockene. Das kriegt ihr nur wirklich nur hin, wenn ihr diesen Ebenholz-Griffbrett habt. Ich habe einen Jazzbass, da ist auch, den habe ich mir umbauen lassen, da ist ein Ebenholz-Griffbrett drauf und der hat diesen, genau diesen ganz feinen, spitzen Klang oben. Sahne, sage ich euch. Ansonsten ist es ganz klar vom Optischen her eine absolute Rock'n'Roll-Maschine. Damit in einer Jazzband vorbeizukommen oder irgendwie aufzuschlagen, das sieht ein bisschen komisch aus. Verarbeitung 1A, ich finde der Bass, wenn man den relativ tief hängt, so wie jetzt, yeah, dann kommt er ganz gut, finde ich. So für hier oben ist er nicht unbedingt gedacht, denn da kippt er ein bisschen nach unten. Trotz der leichten Mechaniken, ausbalanciert, ja, schon, wie gesagt. Natürlich muss man wie bei jedem Thunderbird-Bass, muss man hier die Hand immer am Hals haben, denn sonst macht sie immer und weg ist er. Und dann ist die Kopfplatte hinüber. Die ganze Sache ist klar auf alt getrimmt. Der Hals ist hinten mit so ein bisschen gelb eingefärbt, damit es halt eben auch alt aussieht. Hier, wie gesagt, ein paar Kerben rein. Hier ordentlich, das sieht richtig schick aus. Also hier so ein richtig fetter Kratzer rein. Und hier, als hätte man mit einer fetten Gürtelschnalle schon alles kaputt gemacht. Also das ist ein Bass, der lädt einen wirklich ein, um auf die Bühne rumzuroppen, weil das sieht schon leider so gut aus. Und durch dieses schöne Schwarze mit den Cremen, das ist ja auch hier schön weitergeführt. Das sieht wirklich amtlich aus. Wie gesagt, es ist ein Bass, der
den gibt es nur bei uns. Und Soundbeispiele, ja, nun, also ich meine, klar, wenn man natürlich so ein Bassathem so ein bisschen die Höhen wegnimmt und die Bässe reindreht. Aber wer spielt denn sowas mit so einem Bass jetzt mal ganz ernsthaft? Ja, also das ist ja irgendwie, das geht gar nicht. Aber hier so Höhen rein, Bässe rein. Ey, weißt du was, Peter? Ich mach mal kurz hier Tube-Ton an. Das ist so ein bisschen so eine bisschen Zerre. Das bügelt's wieder glatt mit dem Pegel, oder? Ja, danke. Schon, der kann. Wobei, eine Sache muss ich sagen, der Bass klingt immer sehr trocken. Und das ist wirklich diese Mischung aus dieser Erle und diesem Ebenholzgriffbrett. Dadurch ist der Sound immer sehr konkret, sehr, sehr tight. Wie ich finde, ist das ein Bass-Thema, der auch für Aufnahmen ideal ist, weil er, wie gesagt, hat eben wirklich ganz saubere, trockene Höhen und unten mal dem schönen, weichen, runden Bass von der Erle. Leute, ganz kurz heute, aber das müsst ihr halt mal sehen. Der 48, und zwar in der speziellen Session Edition. Wie gesagt, den gibt es nur so, nur bei uns. Ihr könnt natürlich auch so bauen lassen oder könnt halt dem hier und da mal eine Kundenorder bei uns irgendwie loswerden und vielleicht halt dem manchmal so ein eigenes Ding mal dem entwerfen. Wir haben da schon die eine oder die andere Kundenorder schon reinbekommen über diese Teile. Ja, geile Maschine, wie ich finde. Der Sunback 48, und zwar in der Session Edition. Der hat eben eine ganz bestimmte Bezeichnung mit 20.000 Buchstaben, aber Leute, ey, wie hört sich das an, wenn ich das jetzt irgendwie auswendig irgendwie spreche? Kommt vorbei in Frankfurt, in Waldorf, da haben wir die Teile am Start. Wir beraten euch gerne, wir zeigen euch das Ding mal und dann könnt ihr das Ding mal selber in die Hand nehmen und ein bisschen zocken oder bestellt es gleich bei uns, warum auch nicht. Limitierte Auflage, wie gesagt, da gibt es nicht viele davon. Und jetzt ist es recht spät geworden. Peter und ich machen jetzt heute mal Schluss. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder den Basskanal einschaltet. Mit Peter und mit mir und heute mit dem Sunback. Leute, macht's gut. Ciao.